Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich hoffe, dass es jetzt wieder besser geht mit der Aufnahme. Ich habe es wieder was umgestellt. Eigentlich ging's, aber ich hoffe, dass es nicht wieder was auftritt. Weil ich weiß selbst nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt da noch ein bisschen was verändert. So, haben wir in dieser Folge. Gucken wir jetzt, wenn wir nach Mordheim kommen und dann da uns das letzte Haus hier in den Himmelsrand holen. Bevor es dann nach Morrowind drüber geht. Rana. Also Rana, bitte nimm mal gleich meine ganzen Rangknochen. Was braucht ihr? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Alles klar. Alles klar. Dankeschön. Serana. So. Gucken, dass wir irgendwie hochkommen. Hoch da. Zurück sind Pferde im Skyrim overpowered. Komm on, auch da. Ja, wir sind oben. Wir sind noch ein kleines Stück nach oben. Dann sind wir auch richtig da. So. Mortal ist in die Richtung. Ja. Serana. Ich glaube, die wird ein bisschen brauchen, bis sie da ist. Ah, wieder Wie kaiserlich. hat es euch hierher verschlagen? Mein Vater war in der Armee und sein Vater vor ihm. Ich glaube, mir ist nie etwas anderes. Ah, Klassiker. Da ist Drachenbrücke. Da ist der Schrein.
Das geht euch nichts an, Bürger. Geht weiter. Hey. Ihr seid aufpassen. Falscher Schrei. Unerbitterliche Macht. Wieso ist unerbitterliche Macht nicht mal da? Jetzt können wir wieder wechseln, aber... Fuß, Rudder! So. Piranha. Da kommt er endlich. Ich würde mal sagen, dann reisen wir gleich mit der Kutsche schnell nach Nordhall. Soll ich euch mitnehmen? Ich habe genug von euch. Piranha, stopp! Oh, fucking Einhorn! Ich dachte, guck, jetzt hat doch keiner mitbekommen. Wir haben alle besiegt.
Dankeschön. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt... Ist Torga unschuldig oder nicht? Dann vergeudet nicht meine Zeit. Ah, wir haben die Kirche angenommen. Wartet! Ich kenne euch doch! Nein! Wartet! Zum nächsten Mal! Ich kenne euch doch! Nein! So, können wir sein, ich bin Drachenblut, ich bin Legat in der kaiserlichen Armee. Helgi, aber Vater sagt, dass ich nicht mit Fremden... Seid ihr ein Fremder? Der Rauch hat mich aufgeweckt. Es war heiß und ich hatte... Dann wurde es kalt, aber ich bin allein. Wollt... Gut, spielen wir Verstecken. Wir müssen aber warten, bis es Nacht ist. Kann ich euch nicht sagen. Sie könnte mich hören. Sie ist ganz in der Nähe. Wenn ihr mich zuerst findet, kann ich es euch verraten. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Einfache Dunkelheit, okay. Das heißt, warten wir mal 8 Stunden, ne, dann haben wir 19 Uhr. Das ist ja nicht Einbruch der Dunkelheit. Doch. Mach, dass Lilith weggeht. Wo ist Lilith? Ihr hättet nie herkommen sollen. Los, Rudder! Mich gefunden? Lilith hat mich auch gesucht, aber ich bin froh, dass ihr mich zuerst gefunden habt. Man hat Lilith gesagt, dass sie meine Mami und mich verbrennen soll, aber sie wollte nicht. Sie wollte mit mir spielen. Immer und ewig mit mir spielen. Sie hat mich auf den Hals geküsst und mir wurde so kalt, dass das Feuer mir nicht einmal mehr wehgetan hat. Lilith hat geglaubt, dass sie mich behalten kann, aber das geht nicht. Ich bin ganz verbrannt. Ich bin müde. Ich werde jetzt eine Weile schlafen. Okay. Warten wir zwar 10 Stunden. Wir sind nirgendwo im Hintergrund. Wartet, ich kenne euch doch. Ja, ich bin Legat. Und Drachenblut. Und Erzmagier. Und derjenige, der Harkon den Vampirfürsten aufgehalten hat. Und der Typ, der Ulfric besiegt hat. Wo ist denn der Dude?
Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Nein. Lilith, sie ist tot. Lilith ist tot. Lilith, ich dachte, sie sei fortgegangen, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Ach, meine arme Lilith. Sie hat auf einmal sehr viel Zeit mit Alva verbracht, obwohl sie noch eine Woche vorher nicht ausstehen konnte. Tatsächlich, Alva erzählte mir später, sie sei nie erschienen. Ich hatte gar keine Gelegenheit, ihr Lebewohl zu sagen. Glaubt ihr, dass Alva... Aber das heißt doch bei den Göttern. Glaubt ihr, dass Alva ein Vampir ist? Nein, ihr irrt euch. Ich weigere mich zu glauben, dass Alva etwas damit zu tun hatte. Das könnt ihr dem Jarl auch gar nicht beweisen. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmel sein, von dem Alva ich immer gehört habe. Die, für die ihr sie haltet. Auf in das Haus. Alter. Woher seid ihr gekommen? Das wird euch eine Lehre sein. Ich wollte euch eigentlich besiegen, aber egal. Der trägste Pferd kann sich rennen. Danke. Okay, das geht nicht mehr damit. Wer ist da? Oh nein, das wird eine Lehre sein. So. Verana, wir müssen zum Jarl. Da haben wir irgendwo ein Pass noch rum? Steht da mein Pass? Nee. Da drüben ist eins. Dann haben wir gleich unser letztes Haus. Ja, irgendwas, was wir nicht brauchen. Auch jetzt Bogen kommt ja eh wieder in die Dings.
Was braucht ihr? Ich bin dabei. Alles klar. Fertig? Danke, Serana. Wartet. Ich kenne euch doch. Ja, ich bin Legat der Kaiserlichen Armee. Ich bin Drachenblut, Erzmagier der Akademie vom Winterfeste. Ich kenne mich daher. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu ist Horga unschuldig oder nicht, dann stimmt es also. Diese hinterlistige Schlange. Mortal ist euch etwas schuldig. Hier, euch ist eine Belohnung für die Aufklärung des Verbrechens versprochen worden. Aber ich möchte euch um einen weiteren Gefallen bitten. Mortal ist immer noch in Gefahr. Das Tagebuch erwähnt Movard, einen Meistervampir, von dem ich dachte, er wäre schon vor einem Jahrhundert vernichtet worden. Ich werde einige tüchtige Krieger sammeln. Sie warten draußen auf euch. Führt sie zum Movards Lager und setzt seinem Treiben ein Ende. Also gut. Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere ich mich. Das ist alles, verstanden? Ja! Komm, Leute! Mhm. Ja. Töten wir ihn! Tötet ihn! Dieser Ort ist gefährlich. Ich bin bloß ein armer Mann, der versucht sich... Die mögen feige sein. Ich bin es nicht. Ich werde euch begleiten. Geht ihr voran. Bis zum nächsten Mal. Die Dunkelheit macht mir nichts aus. Verdammte... Die mögen feige sein. Ich bin es nicht. Da habt ihr wohl recht. Zieht los und recht, meine Lilith. Es gibt überall Vampire. Für mich. Feiglinge. Nein! Woher seid ihr gekommen? Was war das? Das wird euch eine Lehre sein. Komm, Serana, wir sollten schneller sein als die anderen. Wer ist da? Wie lange geht's? Ist da jemand? Woher seid ihr gekommen? Haltet! Endlich still! Haben wir geschafft. Hört nicht rein? So. Was? Hier drüben. Fuß, Ruder! Verdammt! Ja!
Nein. Na toll. Fuß, Ruder! Hanna. Ich habe echt keinen Platz mehr. Das hat man hier. Was nun? Ich bin dabei. Sonst nichts mehr? Wo ist denn Tonia? Oder Tobia? Ich hoffe, er ist nicht down. Tirana besiegt. Ach. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Über eure auch. Steckt den Laden nicht in Brand, klar? Ah. Na, wir sind schon soweit alles. Jetzt müssen wir hier lang. Von Serana. So, ich will den Dialog mit Helgi noch hören. Warte, ich kenne euch doch. Hä? Moin.
erwartet? Ich kenne euch doch. Warte, ich kenne euch doch. Ja, ich bin Legat. Der kaiserlichen Armee. Ich bin Erzmagier. Ich bin das Drachenblut. Ich habe den Vampirfürsten Harkon besiegt. Ich habe Ulfric besiegt. Bei den Acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Vielleicht können wir all das jetzt hinter uns lassen. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Viel Glück! Einfach drei haben wir geholfen. Einfach drei haben wir geholfen. Was machst du im Wasser? Moin! Haben wir in der Taverne jemanden, dem wir helfen können? Morblick. Ich hatte nicht vor, eine Taverne zu betreiben, aber Valion wollte hierhin. Also nein, es gibt schon vor dem Krieg gab es nicht viele Gründe, Moortal aufzusuchen. Und jetzt, naja, sagen wir einfach. Die Vordertür wird nicht oft benutzt. Auf Wiedersehen. Okay. Merkt man, das ist leider sehr leer. Ein neues Gesicht. Ich bin Barde, ausgebildet an der Bardenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Also okay, wir werden Barde. Ja, ich will mit der Musik jetzt so weit spielen können. Moin, kann ich irgendwie hier jemanden helfen? Ach, Sonja. Ist immer in der Höhle. Trommeln! Soll den lauter. Ja, wir musizieren. Ihr braucht etwas? Ich suche eigentlich einen. Okay, jetzt haben wir eine Angelkarte. Ich suche. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Übung. Was haben wir hier? Oh, bitte kommt doch herein. Hoffentlich habe ich, was ihr braucht. Wenn ihr alchemistisches Zubehör benötigt. Nein, nein. Nun, manchmal schon. Aber das ist nicht das Problem. Ich habe oft nicht allzu viel zu tun, also probiere ich gerne neue Sachen an. Und im Handumdrehen sind dann meine Vorräte aufgebraucht. Ich habe damit begonnen, als ich noch ein junges Mädchen war. Eine Tempelheilerin auf Pilgerreise blieb hier und hat mir die Grundlagen beigebracht. Sie hatte ein Buch dabei, das den Titel Das Lied der Alchemisten trug. Ich habe es immer wieder gelesen. Wenn ich doch bloß noch ein Exemplar davon hätte. Wirklich? Ich würde euch gerne etwas über Kräuter erzählen, wenn ihr das Buch findet. Ja. Die Götter wissen, was ihr getan habt. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Ich warte immer noch darauf, dass sie nach Hause kommt. Wirklich Papa nicht. Sagt, dass ich nicht mehr warten soll. Warum nicht? Wer sind die Sturmmäntel? Und warum soll Jorgen und ich rackern uns ständig ab. Moortal bedeutet uns eben bei. Das Lied des Alchemisten. Hast du zuletzt so ein Buch gehabt? Das Lied des Alchemisten. Wartet! Ich kenne euch doch. Ich beantworte die Frage nicht mehr. Moin, Hofzauberer. Herr Hofzauberer. Oh,
Stimmt, es gibt keinen Hochzauberer. Mortar ist doch die einzige, die keinen Hochzauberer haben. Ich will uns das irgendwie für alle ja irgendwie so ein kleines. Wie heißt der von Pike, hat so ein kleines Haus, der von Winterfest hat ein kleines Haus. Gefühlt. Der von halt Winterfeste. Mit der kommt halt sowas wie beispielsweise Weißdorf oder. Ah, der ist nicht da. Moin. Jemand zu Hause? Meine Fähigkeiten werden. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Ich suche nach einem bestimmten Buch. Aber ich glaube, das hast du nicht. Oh, Lautlosigkeit kann ich nehmen. Lichter. Schnellheilung haben wir, glaube ich, noch nicht. Seelenfalle haben wir noch nicht. Würgegriff. Heilende Hände haben wir auch noch nicht. Feuerrune haben wir noch nicht. Dankeschön. Jetzt haben wir zu viel Geld für Bücher ausgegeben. Ist ein Ort Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Mögt ihr Magie? Valion sagt, dass ich eine gute Schülerin bin. Ich lerne gerne, wenn es um Magie geht. Mutter und Vater sind seit Jahren tot. Jetzt kümmert sich Valion um. Oh Mann. Wen können wir dir mal bitte hier helfen? Warum will denn keiner Hilfe haben? Außer halt einer. Weil, warte, haben wir den mal gefragt? Moin! Bitte geht nachts nicht vor die Tür. Draußen ist es gefährlich. Na schade, er will keine Dings haben. Der Schmied kann doch sicherlich was gebrauchen. Moin. Ich bin der beste Krieger in Murtal. Soll ich es unter Beweis stellen? Ich wette nur eure Fäuste. Keine Waffen und keine Magie. Dann sehen wir mal, was... drauf... Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ja, nimm mir deine Handschuhe. Verdammt. Ich hör zu, ich halt nicht mal an. Nein! Ich mache ja keinen Schaden. Ich kriege euch! Ich brauche einen echten Handschuh für eine Vogelei. Ihr seid so gut wie tot. Das war schon alles. Wirklich. Ja.
Das war vielleicht ein Schlag. Ihr seid ein echter Kämpfer. Das gefällt mir. Wenn ihr mein Schwert an eurer Seite braucht, sagt einfach Bescheid. Das war beeindruckend. Ihr wart ein guter Freund für mich. Okay. Das bedeutet mir etwas. Wir wollen nur das Lied des Archimisten. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Warte mal. Oh, bitte kommt doch herein. Hoffentlich habe ich, was ihr braucht. Jorgen, und werft einen Blick darauf. Habt ihr Buch über Archimisten verkaufen? Verdammt. Auf Wiedersehen. Wo kriege ich ein Buch, das Lied des Archimisten her? Skyrim, Lied des Archimisten. Das Buch gibt's seit Elder Scrolls 3. Was ist mit dir, Serana? Ah, Serana mal wieder. Song of In Baden Akademie von Einsamkeit. Anis Hütte. Wo ist Anis Hütte? Aha! Serana, auf! Wir müssen nach. Dann machen wir schnell die Genehmigung für die Schnellreise. Hallo? Ich fühle mich hier draußen immer so einsam. Es ist schwer, hier draußen über die Runden zu kommen, aber ich schaffe es schon. Sollen wir unsere Waffen wieder ausrüsten? Ist dunkel. Woher seid ihr gekommen? Niemand. Warum dreht... Also wir können dann schnell reisen. Dann gehen wir kurz Buch durch mit dieser Folge das Haus noch. Mortal. Das Lied des Archimisten. Dadan, dadan, dadan. So, kommen Sie, Rana. Meine Mutter gesehen? Ich warte immer noch darauf, dass sie nach Hause kommt. Hallo.
Hallo? Oh, hallo. Habt ihr meine Mutter die Götter. Gesehen? Es ist erstaunlich, wie viel man aus einem Buch lernen kann. Hier, lasst mich euch einige der Dinge zeigen, die die Tempelheilerin mich über Tränke gelehrt hat. Ich kann euch sicher das ein oder andere beibringen. Oh, wir sind schon auf der Stufe. Also Papa sagt, dass ich nicht mehr warten soll. Warum nicht? Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in... Jorgen und ich rackern uns ständig ab. Mortal bedeutet uns eben beiden sehr viel. Nun seht euch nur an, wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Dankeschön, ja. Tamriel steckt voller Weisheit und Magie, wenn man nur danach sucht. Nur wenige haben ihre Augen offen. Warte mal. Lege das Amulett von Mara an. Wir hatten es die ganze Zeit an. Danke. Ich spreche. Hey. Und meine Worte dringen anderen ans Gehör. Ich hege. 2 von 3. Warte mal, hä? Wir haben ja auch das Buch wiedergegeben. Sturmmäntel. Und warum sollte Mama lieber ich mit bekomme hier Zeit nicht viel Kundschaft, aber so habe ich Zeit, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Ja. Wir gehen die Leute weg, die mir helfen können. Können wir im Palast jemandem helfen? Ihr werdet Jarl Idgroth den nötigen Respekt zollen, solange ihr in dieser Halle weilt. Haben wir uns verstanden? Dann geht bitte euren Geschäften nach. Wartet, ich kenne euch doch. Ja. Nein. Also gut. Wer so gut schaut nach Bulgar, wir haben es gemacht. Durch, hallo. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Oh. Ich versuche nach Möglichkeit. In Mortal stehen nicht viele Häuser zum Verkauf. Aber wenn ihr interessiert seid, könnte ich euch ein Stück Land verkaufen. Ich nehme es. Wir freuen uns euch, wenn es euch nicht... Das Land liegt an der Küste, auf der anderen Seite des Karddeltas von Einsamkeit. Eine bezaubernde Gegend, ihr werdet es sehen. Das wollten auch viele hier. Ein ruhiges Leben. Jetzt machen sich ein paar Leute Sorgen, dass dieser Zauberer Valion alles verderben könnte. Dann gehe ich mal. Wir haben ein neues Haus. Ich will kurz das neue Grundstück ansehen. Da hinten ist es.
Markierung gesetzt. Ja, Serana, gucken wir uns mal unser neues Grundstück an. Und dann müssen wir jetzt bei den nächsten Folgen vielleicht mal endlich die Häuser machen. Dafür die Häuser mal endlich alle auf maximal stufenendlich kriegen, mal maximal ausgebaut kriegen. Dafür so ein paar einfach nur Hausbaufolgen machen. Bevor es dann weitergeht Richtung Soulstime. Let's go. Und da ist ein neues Grundstück. Ah, schön mit Blick auf Einsamkeit. Oh, ich glaube, das waren wir. Oh, geil, hier so, eine schöne Aussicht. Das Bomb. Oh mein Gott, ja. Das ist ein richtig schönes Grundstück auch. Eins schön mit dem Blick. Und das jetzt schön mit dem Blick auf Einsamkeit, ey. Aber gucken, wenn wir noch ein schönes Haus errichten, wo ist eigentlich der Tisch dafür? Da drüben. Lasst uns etwas schneller gehen. Die Sonne, sie tut meiner Haut nicht gerade gut, wenn ihr versteht, was ich... Serana, das ist schwierig, wir wollen ein Haus bauen. Wir bauen unser erstes Haus. Wir bauen Bruchstein und Nägel. Ja. Warte mal, Serana. Serana. Ich glaube, wir haben jetzt lange genug darüber geredet. Kommt, gehen wir. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Hast du Eisen? Ja, du hast ein Eisenbarren. Das bringt uns auch nicht wirklich viel. Haben wir da Truhe irgendwas? Oh, Hausbau Starter Kit, geil. Nägel. Serana. Ich muss mal Nägel schmieden. Wollen wir Nägel? Alter, das gibt's noch nicht. Okay, ich mach's aber so. Warte mal. Nägel. Zweimal Nägel. Mal Scharnier.
zweimal Beschläge. Und wir haben kein Schloss geschmiedet. Es wird exakt ein Schloss. Wir haben... Serana. Wir müssen mal Dings machen hier. Das Serana. Ich pack mal die Bruchsteine weg. Den packe ich mal weg erstmal. Die Eisenbeschläge kommen mal weg. Lehm packen wir mal weg. Ja. Oh, ich will so gerne Einsamkeit, aber ich weiß, dass wir da wieder gesucht werden. Aufpassen. Haus Schmiede. Hallo. Alva. Ah, na, Alva war der Schmied. Ist nicht im Ernst. Danke. Okay, das war der Schmied. Bitte halt nochmal. Nee, er war nicht der Schmied. Oh. Wartet! Ich glaub bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Ist das nicht die Schmiede, aber ihr könnt so keinen Stahl verarbeiten. Moin, ich will gern kaufen. Nein, das ist ja Dings hier vom Magier. Hm. Weißlauf, willkommen! Ich brauche Eisen. Und zwar nicht gerade wenig Eisen. Ihr braucht etwas? Ihr braucht etwas? Moin! Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eolus Traumhähner. Sein Stahl ist legendär. Komm, Serana. Ihr seid zurück. Kann ich etwas Taschengeld bekommen? Ach komm. Ihr seid super. Danke. Alles gut. Achtung. Reit ist ganz schön gemein. Sie bestimmt immer, was Lars und ich machen sollen. Haben wir hier Eisen drinne? Eisen. Oh, ich hasse es eben erzbaren. Bei E sehe ich aktuell nichts, aber Scarab ist nicht ganz sortiert immer. Nee. Stahlbarren. Nee. Gold. Nee. Ich will nicht mehr mit ihr spielen. Leg dich mal am besten pennen. Ich muss in 7 Stunden wieder raus, weil wir noch ein neues Haus bauen. Mal wieder. Wir besitzen schon gefühlt jedes Haus in gesamten Himmelsrand, aber. Moin. Na, hast du auch mal geschlafen? Moin. Ich bin hier, um Eisen zu kaufen. Wir haben kleine und wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich hätte gern 31 Eisenbarren. Zack. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja. Ihr seht aus, als könntet ihr eine Waffe gebrauchen. Vielleicht etwas Großes? Eine Axt? Ich hab was. Zwei Händer? Ich hab was, keine Sorge. Ich habe doch hier einen Drachenknochenschwert. Serana. In das Fass, was leer ist, kommt jetzt einmal das Eisen rein. Oh. Was nun? Alles klar. Nehmen wir aber die Karotten mit, aber nur damit sie mitgenommen sind.
nichts. Was nun? Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Ja, wie gesagt, ich will das Eisen zumindest haben, um das Schloss craften zu können noch. Und dann gehen wir jetzt wieder einfach zu unserem Haus da hinten beim Mortal. Mit Blick auf Einsamkeit. Serana. Oh, was gibt es? Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Serana. Serana, ich müsste mal kurz schmieden. Bauen Schloss. Schmelzhütte. Zwei Eisenbeschläge. So, der ist schon viel gemütlicher hier, oder? Serana? Haupttraum. Wir bauen ein Schloss. Können wir ein Schloss craften? Nein. Richtig. Nein, nee, ne. Egal. Jetzt können wir alles mal später machen, dann können wir in der nächsten Folge mal durch die gesamte Hilfestrand reisen und Materialien holen. Dann können die Elf rüber, das Ding kann rüber. Lehm kann rüber. Nägel können da rein. Scharniere können rein. Warte mal, hätten wir nicht eigentlich gucken können, ob wir auch nur Müll von innen setzen können? Da wollten wir nämlich Nägel. Egal, wir können alles später mal machen. Außenbereich. Sonstiges Feuerstelle. Egal, machen wir soweit wir hier den Wanddurchbruch haben. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sind gekommen bei der Bewertung. Verpasst nicht den Kanal abonnieren. Verpasst nicht, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.